wird es bei Let's Dance zu einem Konkurrenzkampf zwischen Ekaterina Leonova und Maria Maxina kommen? Lange wurde spekuliert. Vor kurzem gab es dann endlich Klarheit. Ekaterina Leonovas Freundin Maria Maxina wird in diesem Jahr als Profitänzerin bei Let's Dance antreten. Langjährigen Fans dürfte sie schon des Öfteren aufgefallen sein. Schließlich ist sie seit Jahren an Ekaterinas Seite und tanzte immer wieder im Ensemble mit. In diesem Jahr wird ihr großer Traum dann endlich wahr. Mit welchem Promi-Mann sie ihre erste Staffel als vollwertige Profi-Tänzerin bestreiten darf, wird sich dann am Freitag, dem 17. Februar 2023 bei RTL zeigen. Nicht nur für Maria beginnt damit eine aufregende Zeit, auch Ekaterina freut sich für ihre Freundin. In einem Interview erzählt sie: "Ich weiß, wie sehr sie sich das gewünscht hat. Nebenbei ist die hübsche Tänzerin auch noch Altenpflegerin. Ein Beruf, der einem Promi-Mann noch sehr zugute kommen kann." Maria erklärte lachend: "Ich könnte alles einrenken und ich kann auch massieren, ein echter Jackpot also. Bei so viel Wissen, könnte man meinen, dass sogar Ekaterina Angst vor ihrer Kollegin bekommt." Ob dem tatsächlich so ist, erzählte sie in einer Fragerunde auf Instagram. Um ihre FollowerInnen auf dem Laufenden zu halten, stellt sich Ekaterina regelmäßig den neugierigen Fragen ihrer Fans. Eine von ihnen: "Wie lautet deine Kampfansage gegen Maria?" Die 34-Jährige stellt daraufhin klar: "Es gibt keine Kampfansage und wird nie eine geben. Es gibt nur eins. Zusammen schaffen wir alles." Scheint, als wären die beiden von einem ernstzunehmenden Konkurrenzkampf weit entfernt. Wie schön. Wer den Auftritt der beiden nicht verpassen und erfahren möchte, mit wem die Frauen in Zukunft tanzen, sollte nächste Woche Freitag um 20.15 Uhr bei RTL einschalten.